Hallöchen. Zum ersten Vlog von mir. Ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gemeldet. Das heißt, ich habe schon länger kein Let's Play Minecraft mehr hochgeladen. Das hat folgenden Grund. Ich werde wohl das Let's Play Minecraft, ich weiß nicht, ob es pausiert wird oder eher beendet wird. Tja, das ist natürlich auch sehr komisch nach der sechsten Folge. Ich freue mich auch schon auf ganz lustige Kommentare, wenn denn Kommentare kommen. Ich wäre weiterhin sehr froh drüber, wenn irgendjemand einen Kommentar unter einem Video schreibt oder mal einen Daumen gibt oder einen Kanalkommentar schreibt. Die finde ich auch ganz süß. Warum kein Minecraft Let's Play mehr? Das liegt daran, dass ich ja erstmal die Map sehr bescheiden fand. Hat man vielleicht auch rausgehört. Und die Kreativität geht auch ein bisschen flöten, wenn man schon, weiß ich gar nicht, wie viele Maps neu gestartet hat und da ganz viel gebaut hat. Ja, das dazu. Aber, um nicht völlig mit Minecraft aufzuhören, gibt es dann Let's Shows. Das erste wird heute oder morgen hochgeladen. Ich weiß es noch nicht, muss auch noch aufnehmen und so weiter. Also keine Ahnung, wann es hochgeladen wird. Aber in den nächsten Tagen sicherlich. Ja. Der Abstand vom ersten zum zweiten Let's Show, den kann ich euch auch noch nicht sagen. Weil die sollen eigentlich eher lang sein. Und ja. Also in der ersten Folge wird es, glaube ich, genug zum Zeigen geben. Und in der zweiten muss ich dann mal gucken, was ich noch hinzubauen kann. Das soll ja auch thematisch so ein bisschen passen. Das zu Minecraft. So. Um mit dem Let's Playen oder mit Gameplays oder so weiter nicht aufzuhören, werde ich Aufnahmen von 4.3 machen, von dem ich noch gar nicht weiß, ob ich 4.3 überhaupt kriege, keine Ahnung. Aber wenn, dann gibt es die volle Dröhnung, das kann ich schon sagen. Denn 4.3 eignet sich eigentlich super zum Let's Playen, wie ich finde. Da ich auch mal anderen Let's Playern zugeguckt habe, wie sie sich bei dem Spiel unglaublich erschrecken. Wie zum Beispiel Free Nibu. Das ist auch ein ganz toller Let's Player. Das ist jetzt aber gerade Schleichwerbung. So. So, dann zu 4. So. Let's Test, genau. Ich werde bald Let's Test machen von Spielen, die ja eigentlich schon sehr unbekannt sind, die kostenlos sind und von denen man nicht denkt, dass es gute Spiele sind. So. Ich kann euch da mal kurz eins nennen, zum Beispiel Crazy Serpentine. Ja. Das kennt doch jeder, oder? Das ist ein Rennspiel und ja, mehr verrate ich nicht. Das wird dann alles im Let's Test erwähnt. Und ja, vielleicht finden wir dann irgendein Spiel, was wirklich spielbar ist. Und ja, ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch dieses Video anguckt. Oder naja, eigentlich ist es ja ein Vlog. Und eure Kommentare schreibt, wie ihr das findet. Und danke. Tschüss.